Nutze dein Handy beim Saxophon üben. Mache es zu deinem Übetool. Warum soll dir das weiterhelfen? Und worauf sollst du dabei achten? Das erfährst du in diesem Video. Keine Chance, sagst du? Du hast es, dich selbst aufzunehmen und dann auch noch anschauen zu müssen? Ja, da bist du tatsächlich nicht alleine. Das geht vielen so. Schau rein, ich habe ein paar hilfreiche Tipps für dich. Mach es dir erst einmal leicht. Womöglich übst du immer am selben Ort. Richte dir deinen Übeplatz so ein, damit dein Handy immer griffbereit ist. Besorge dir dafür eine Handyhalterung oder, falls du mit dem Tablet aufnehmen willst, eine Tablethalterung. Ansonsten ist es jedes Mal wieder mühsam, das Handy oder das Tablet so zu positionieren, damit der Bildausschnitt passt. Ich habe hier meinen Notenständer, den Saxophonständer, die Handyhalterung habe ich an einem Mikrofonständer befestigt. Da könnte ich auch die Halterung für das Tablet anbringen. Dann ist hier noch die Ablage für meinen Laptop, mit dem ich den Online-Unterricht mache. Und das ist immer an Ort und Stelle und deshalb sofort startklar. Unten in der Videobeschreibung habe ich dir einige Produkte verlinkt, die ich auch selber verwende. Um dein Spiel beurteilen zu können, brauche ich im Online-Unterricht deine rechte Hand, deine linke Hand und deinen Ansatz. Das sehe ich am besten in halbrechter Position. Da reicht ein Bildausschnitt vom Kopf bis zur Hüfte. Und das gilt auch für deine Handyaufnahme. Möchtest du mal den ganzen Körper filmen, dann positioniere dein Handy eher von oben oder filme mehr von unten. Das sieht nicht unbedingt vorteilhafter aus, doch du kannst näher rangehen. Und generell gilt sowieso, der Bildausschnitt ist viel wichtiger als die Bildqualität. Bei der Videoaufnahme ist es durchaus ein Thema, sich selbst sehen zu müssen. Oh je, ich schaue heute aber wieder verschlafen aus. Ja, ich kann diese Abneigung sehr gut nachempfinden. Wie wäre es, vor dem Spiegel zu beginnen, dich selbst anzuschauen, wenn du dich bei Handyaufnahmen sehr unwohl fühlst? Da kannst du dann den funktionalen Blick entwickeln. Du kannst dich zwingen, auf deine Finger zu schauen. Natürlich wäre es besser, wenn du deine Finger mit Neugierde und Interesse betrachtest. Doch so entwickelst du den funktionalen Blick. Und sobald du den Blick abwendest, ist die Pein auch schon wieder vorbei. Vielleicht stellt deswegen der Spiegel die niedrigere Überwindungsschwelle dar gegenüber dem Handy. Probiere es mit dem Handy erst beim nächsten Schritt. Da kommt nämlich noch die Tonqualität dazu, die wirklich nicht so berauschend ist. Die Mikrofone und Lautsprecher sind nämlich für Sprache ausgelegt und nicht für das Saxophon. Schon kleine externe Mikrofone und Lautsprecher bringen eine erhebliche Verbesserung im Klang. Doch du machst keine Aufnahmen für die Ewigkeit. Du brauchst sie nur für deinen Übeprozess. Deswegen brauchst du auf keinen Fall Kinosound. Wenn du zum Beispiel die Aufgabe hast, deine Schulter zu beachten, dann wirst du mit der Handyaufnahme auf jeden Fall zu Erkenntnissen kommen. Und selbst bei mangelhafter Klangqualität wirst du im Saxophonklang den Unterschied der verschiedenen Schulterpositionen hören können. Und nur darum geht es. Warum soll dich eine Aufnahme beim Üben überhaupt weiterbringen? Ich sehe da drei entscheidende Punkte. Erstens, die Steigerung deiner Fremdwahrnehmung. Zweitens, die Fähigkeit, Fehler stehen lassen zu können. Und drittens, die Beschleunigung deines Lernprozesses. Es gibt Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Beim Üben bist du voll in der Selbstwahrnehmung. Und da ist die Gefahr groß, dass du dir eine Käseglocke überstülpst. Du sendest mit dem Klang deines Saxophons immer einen musikalischen Ausdruck aus. Deinen Ausdruck. Der kommt von dir von innen heraus und wird mit dem Klang des Saxophons nach außen getragen. Das passiert einfach. Da kannst du nichts dagegen tun. Und die Käseglocke verhindert das auch nicht. Sie verhindert aber, dass du mitbekommst, was du da eigentlich aussendest. Selbst wenn du dein Stück nicht vorspielen willst, willst du doch mitbekommen, wie deine musikalische Gestaltung wirkt. Also, wie sich dieses Staccato oder dieses Diminuendo anhört. Du musst also besser und besser dir selbst zuhören können, quasi von außen. Und das geschieht nicht von allein. Das ist ein Prozess. Um den in Gang zu bringen, musst du dein Üben darauf ausrichten. Nimm dich also auf, um dir selbst zuzuhören und zuzuschauen. So kannst du den Prozess der Fremdwahrnehmung viel früher starten. Dich selbst aufzunehmen hilft also, Distanz zu schaffen und dich von außen wahrnehmen zu können. Es unterstützt dich dabei, deinen Ausdruck besser mitteilen zu können. Und es mindert den Schock, wenn du beim Vorspiel
von einem Schritt zum nächsten plötzlich ganz viele Augen und Ohren auf dich gerichtet siehst. Von einem zum nächsten Moment bist du da voll in der Fremdwahrnehmung. Die Selbstaufnahme hilft also auch als Vorspieltraining. Dabei geht es vor allem darum, eigene Fehler auszuhalten. Die hast du mit der Aufnahme quasi konserviert. Und dann sollst du sie dir auch noch anschauen. Das darf am Anfang ruhig etwas Überwindung kosten und sich auch komisch anfühlen. Du kannst dein Unbehagen auch dadurch mindern, indem du die Aufnahme erst einmal löschst. Das kannst du auch tun, ohne sie vorher anzuschauen. Selbst das Anschauen kann der nächste Step nach ein paar weiteren Versuchen sein. Nähere dich Schritt für Schritt, die Aufnahme mit einem funktionalen Blick zu betrachten und so wirklich damit arbeiten zu können. So wird die Aufnahme zum Vorspieltraining. Und Vorspiel muss nicht unbedingt nur vor Publikum sein. Das kann auch die Unterrichtssituation sein oder dass du dir gesagt hast, ich möchte das Stück jetzt durchspielen, egal was passiert. Um ein Stück durchzuspielen, musst du nämlich das drauf haben, einen Fehler stehen lassen zu können, um im musikalischen Flow zu bleiben. Es wäre außerdem super hilfreich, wenn deine Lehrerin oder dein Lehrer auf dein Video draufschauen kann. Meine Schülerinnen und Schüler schicken mir ihre Fragen als Video in meine Community. Da bekommen sie dann Tipps und Hinweise von mir, worauf sie als nächstes beim Üben achten können. Sie müssen also nicht bis zum nächsten 1:1 Termin damit warten. Du kannst dir vorstellen, welche Zeitersparnis das für deinen Lernprozess bedeutet. In meiner Community bekommen meine Schülerinnen und Schüler auch die Fragen der anderen mit. Da sind sicher auch Themen dabei, die auch dich betreffen. Du kannst also mit anderen und von anderen lernen. Das beschleunigt nicht nur dein Weiterkommen, sondern das macht auch Spaß. Lege los, dich selbst aufzunehmen. Es lohnt sich. Du wirst es an deiner Entwicklung merken. Du lernst schneller, du nimmst dich von außen wahr und du kannst Fehler stehen lassen. Ich wünsche dir, dass du so noch schneller zum lebendigen Saxophonspielen kommst. Viel Erfolg! Schau auch in dieses Video rein, da erfährst du noch mehr über meine Community My Saxophone Class. Bis zum nächsten Mal auf dem Kanal der Saxophonschule Christoph Kirschke.